Genau, das haben wir eingenommen. Und da, genau da kamen die ganze Zeit diese Einheiten von oben runter. Stimmt, genau. Und die da haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das weiß ich noch. Ja, war das schön. So, Tyllis. Tyllis. Das sind die Barbaren von Norden. Wieso ist das dunkler als das da? Ist interessant. So, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Als nächstes würde ich vielleicht wirklich, also erstmal Adeyeye erobern, weil die haben ziemlich genervt. Und dann vielleicht mit Thrakia zusammen Illyria einnehmen, also dass wir hier die griechische Halbinsel auf jeden Fall haben. Ist, glaube ich, wichtiger und ja, ein wichtiger Schritt. So, dann gehe ich mit denen schon mal hier hin. Mit denen. Mit denen bleibe ich mal kurz hier, weil hier mit denen habe ich ja noch keinen Zoff. Au. Ein Schutzbündnis mit Ägypten. Ein Schutzbündnis. Ha. Für 100. Also die wollen, dass ich 100 zahle, aber ich wenn überhaupt. Wenn überhaupt würde ich, Schutzbündnis. Bei mir hat es geklappt, nach Rom zu gehen. Ja, also Rom ist auch so eine Anlaufstelle, die immer, wenn man Griechenland spielt, sehr beliebt ist. Ist halt auch so, ja, der Hauptkern, sage ich mal. Also von da kann man wirklich überall hin agieren und so weiter. Ist natürlich auch ziemlich offen für andere. Aber naja. Schutzbündnis. Nee, Schutz. Ja, nee. Schutzbündnis vielleicht später. Also momentan bringt es mir nicht. Nö. Du hast mich genervt und du wirst jetzt sterben. So. So, Militärstörung, Mission fehlgeschlagen, bla bla. Oh nein, der hat eine Einheit von mir bestochen, worauf sie sich aufgelöst hat. Das nervt so extrem, dieser Skill. Also da ist es jetzt in Ordnung, sage ich mal, weil er das sind keine Einheiten, die sehr, also die haben halt Rang 4 aufwärts. Das ist nicht so schlimm, sage ich mal. Oh Gott. Ich könnte halt komplett. Warte mal. Wie alt ist mein General? Der ist jetzt 61. Wie viele Einheiten? Deswegen ist halt so unglaublich stark, der Kommandant. Warte, ich mach mal die weg. Gut. Den mache ich auch weg. So, und
Okay, 600 Gold brauche ich noch. Hier bitte mal Attentat. Ah, ich kann es mir nicht leisten. Warte mal. Warte mal, warte mal. Will mir jemand Geld leihen? Du? Ich fühle mich geehrt, euch zu empfangen und freue mich, kluge Argumente und geistreichen Witz zu hören. Och komm, ich hab dir Geld geschenkt, du Idiot. Willst du mir Im Geld Namen schenken? unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst. Okay. Das Oh, machen auch Gott die erspart euch wenigsten. weitere Scham. Wir Ja. Leider kannst du das sagen, weil. Warte, kann ich stehlen von der? Das kostet auch viel zu viel. Wenn wir dich Attentat machen für 500. Und da bettelt er nach Elfrin, ja. Das stimmt. Aber es ist meistens so, da kann man die Uhr danach stellen, sozusagen. Wenn der Gegner, wenn der Feind, so ein Friedensangebot macht, dann ist es hundertprozentig sicher, dass danach. Ha! Er ist tot! Yes! Dass danach ein Angriff kommt. Entweder mit Armee oder irgendwelchen dummen Agenten. Aber das ist eigentlich immer so. So, ja, wollen wir Krieg führen? Krieg führen? Wollen wir Frieden verhandeln? So, nee, okay, dann greife ich dich sofort an. Das ist halt echt eigentlich immer so. Okay, also du hast überlebt, das ist sehr klasse. Du wirst. Alter, du bist halt so gut. Du bist halt. Du gehst nach da. Der ist halt so gut, der ist jetzt Full Level. Ich habe 1400. Schreibt euch ein für ein Leben voller Ruhm. Meine Agentin ist tot, oder? Ja. Natürlicher Tod. Natürlich ist sie tot. Oh Mann. Das ist sehr, sehr schade, weil die kosten immer so viel Geld. So. Okay, gut, dann hole ich mir noch den. Ist das einer von mir? Oh, das ist einer von mir. Dann bekommt er auch was. Ah, vor allem sie bekommt was. Unterhaltskosten weniger, das ist gut. 1200 bekommen wir nächste Runde. Das heißt, wir können uns nächste Runde eine Agente kaufen. Das Schwert wurde gezogen. Nein. Sorry, darf ich nicht. Aber würde ich auch nicht machen. Du hast mir viel zu viele Probleme bereitet. Ja, und jetzt plünderst du. Böse, böse. Ich habe mir überlegt, ich habe jetzt letzte Woche habe ich. Warte, warte, warte. Risiko 15%, das ist doch nicht viel. So, das muss ich jetzt leider machen, ist total teuer. Aber das muss ich jetzt kurz mal machen, damit, wenn ich hier jetzt Krieg führe, das ist nicht meine schöne Heimat. Meine Heimat quasi. Ja, verfällt. Die falsche Hand kommt. Lokaler Handel. Mach ich mal das. Klar, Frieden darfst du immer machen. Ja, also
Wenn hätte ich die jetzt, also Frieden hätte ich nie gemacht, aber ja, ein Klientel hätte ich gemacht und das darf ich ja nicht. Wobei doch, das darf ich auch. Egal, ich wollte sie so oder so töten. Habe ich wahrscheinlich dann falsch gesagt. So. Wo ist denn jetzt der Plünderer? Der ist weg, oder was? Genau, was ich ja sagen wollte. Ich habe jetzt letzte Woche mit Assassin's Creed Odyssey angefangen. Da ist es ja auch so Athen gegen Sparta. Oder auch, also da ist es Athen gegen Sparta. Und also ich habe das Epilog noch gar nicht durchgespielt. Also das ist ja auch ein ziemlich langer Epilog. Und da habe ich mir gedacht, wir haben ja überlegt, ob ich Wohlstand mache ich, ob ich so einen 12-Stunden-Stream mache, bevor ich mit dem 24-Stunden-Stream anfange. Und da habe ich mir eben gedacht, so ja, wie wäre es mit 12 Stunden lang Odyssee? Eine 12 Stunden lange Odyssee. Passt ja auch. So. Nee, das dürftest du nur bei achso, bei Helene mit dem Klientel. Ach so, okay. Ich dachte, man braucht die Weltherrschaft durch, also bekommt oder muss die Weltherrschaft durch erobern oder Klientel eben oder verbündet. Ja, wobei verbündet ist ja dann. Ja, okay, ja, nee, okay. Dann macht's ja keinen Sinn, was ich gedacht habe. So, wieso hat er jetzt eigentlich ein negatives Zeug bekommen? Flucht wie ein Soldat ist doch gut. Unsicher über die Unterwelt. Minus öffentliche Ordnung, das ist doch blöd. Okay, also wieder sehr, sehr kurze Runden. Ich kann halt nicht viel machen. Aber also jetzt da Epirus und Makedonien und jetzt Adelyajay weg ist, da haben wir schon sehr viel Freiraum, sag ich mal. Mission erteilt. Erober eine beliebige Siedlung. Ja, das ist doch eine sehr nette Quest. Pferdezüchter brauche ich jetzt nicht, aber Geschosseinheiten, Rekrutierungsplatz, Unterhaltskosten aller Armee, Rekrutierungskosten. Natürlich auch super. Aber ich würde jetzt hier mal ein bisschen weitermachen, damit die Korruption ja, weniger ist. Weil das fehlt mir jetzt, dass irgendwie Korruption anfängt rumzustänkern. So, warte. Hier, das mache ich weg. Ah, das kostet zu viel. Das kostet auch zu viel. Aber ich könnte mir einen Spion machen. Genau. Minus Chance, Feind. Bla bla bla. Gestohlene Nahrung ist ganz gut. Offene Ordnung. Ja, dann mache ich dich. Ja, kannst du, auf jeden Fall. Besorgte Bevölkerung, wo? Ja, hier. Aber da ist schon plus 0, das ist ganz gut. So, noch eine Runde. Nächste Runde gehe ich nach. Soll ich nach Navisos? Oder nach Norden? Du musst Tylis töten, sonst tut Athen es. Athen hat den Krieg erklärt. Ja. Rang erhöht. Athen hat den Krieg erklärt hierbei. Okay. Genau. Habe ich gar nicht mitbekommen. So, dann schaue ich mal kurz, was hier so alles kreucht und fleucht. Oh, eine schöne. Oh, das sind die Triballer. Die Triballer.
Mache ich zuerst mal die Triballerblatt, ne? So, hier mache ich einen Tempel rein. Und das da. So, die Triballer mache ich weg. Also hier ist es ganz gut, dass hier eine Fullstack-Armee steht, damit die nicht gleich hier rüber raschen. Aber dann macht es ja Sinn, ich habe ja gestutzt, als ich die beiden Farben gesehen habe, weil die unterschiedlich sind. Also nicht ganz unterschiedlich, aber die waren schon merklich unterschiedlich. So, warte mal. Warte kurz. So. Naja. Aber ganz ehrlich, wenn Athen Tylis erobert, ist es jetzt auch nicht so tragisch. Das wäre am Anfang schlimmer gewesen. Also wenn Athen jetzt Makedonien vernichtet hätte, das wäre viel schlimmer gewesen. Aber so ist es jetzt wirklich nicht kein Problem. Und warum ist jetzt hier minus 26? Gerade eben war es noch 0. Kulturelle Unterschiede. Ja, da brauche ich noch gut 2 Runden, um das eben... Warte, du bekommst noch was? Ich dachte, du wärst schon voll Level, aber anscheinend noch nicht. Wie alt bist du denn? Ja, okay. Gut, ich muss auf jeden Fall jetzt mit dem angreifen. Weil nächste Runde ist der Tod. Deswegen werde ich das auch, also hätte ich so oder so gespielt. Aber um nochmal den heftigen General zu ehren. Nebel ist gar nicht so schlecht. Ich mache mal mit Nebel, weil zwar habe ich sehr gute Fernkämpfer, aber er hat auch Fernkämpfer. Und dadurch sind meine Hopliten besser geschützt. So. Alter, das werde ich beim nächsten Mal vermissen. Das werde ich beim nächsten Mal vermissen. Ich wollte den einen Helden jetzt hier reinstellen. Aber es sind ja jetzt zum Glück wieder der General und seine Bodyguards. Gruppe motivieren. Motivieren, Banner heben ist eigentlich genau dasselbe. Nur mit Nahkampfabwehr noch dazu. Sammeln und motivieren. Kraft. Konzentration ist halt heftig mit Angriff und Loyalität ist extrem heftig, weil du bist unzerstörbar. Das heißt, unzerstörbar bedeutet, dass du nicht wanken kannst. Ist halt richtig krass. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, wo denn? Ah, von hinten. Das ist jetzt gar nicht mal so gut. Aber bis die hier ist, sollte ich fertig sein. Also ich muss auf jeden Fall schnell sein. Okay. Durch den Nebel sah das blau aus und ich dachte so, hä, da sind doch keine blauen Einheiten.
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Wieso habt ihr keine... Oh Gott. Ich hab denen doch gesagt, dass sie... Hab ich denen nicht gesagt? Doch, ich... Ich hab denen 100% gesagt, dass sie die Phalanx anmachen sollen. Ich bin mir zu 1000% sicher. Sogar 1000% müsst ihr euch mal geben. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Vor allem, weil seine Armee von hinten jetzt kommt. Ich mach mal kurz Brennerschuss. Ach, das ist ja nett, dass er mit seinen Fernkämpfern angreift. So, dann mache ich mal Banner heben. Ich motiviere mal die. So, jetzt könnt ihr wieder normal. Oder mach mal ein schwerer Schuss. Normal. Warte, ich gehe mal hier in Nahkampfangriff. Dann Wieso bist du gegangen? Naja, egal. So, jetzt kommt nämlich die zweite Armee. Jetzt kommt die zweite Armee. Schrei doch nicht so. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Mhm. Was machst du für einen Schmarrn? Eieiei. Und die halten auch eine halbe Ewigkeit aus. So. Genau, der kommt jetzt auch dadurch. Aha, aha, aha. Sehr interessant. So.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Welche? Na dann. So, du bist jetzt auch unsterblich. So. Ja, also, das ist doch schon mal gut. So, kommt da noch mehr? Ich glaube nicht. Da wäre Kaff mal cool. Andere Frage, wann wäre Kaff nicht cool? Aber ja, also da wäre Kavallerie unglaublich hilfreich jetzt, also vor allen Dingen mit den blöden Fernkämpfern. Aber die muss ich einfach so lange vor mir hertreiben, bis die restliche Armee flieht, dann fliehen die auch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, aber ich glaube, das wär's jetzt. Aber also mein General ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen dement, aber er bewegt sich komisch. Gut. Achso, nee, beenden. Gut, stattdessen hast du superschwere Sperrinfanterie, die langsamste Einheit im Spiel. Das ist wahr. Aber ja, mit Steinschleuderern kommt man selten dadurch. Also bei Piken-Einheiten ist es schon besser. Aber bei solchen kompletten Einheiten, da muss man halt wirklich immer schauen, dass man auf jeden Fall in die Seite geht von den Gegnern.